Hallo und herzlich willkommen bei Joe's Cyber TV. Wir haben ein neues Päckchen bekommen von Edelkrone. Wieder mal so schön und toll. Ihr steht übrigens jetzt endlich auf dem Stativ und gleichzeitig auf dem Slider One. Den habe ich leider vergessen anzuschalten, weil ich auch die Batterie hier habe. Tja, das ändere ich jetzt gleich mal und dann seht ihr, was der so kann. So, und da bin ich auch schon wieder. Der Slider One läuft. Und so, jetzt machen wir das Paket hier auf, oder? Schau, was da drin ist. Einmal Messer. Damit geht es besser. Ja, also theoretisch sollte der Flexhead jetzt drin sein. Oh. Was für eine Gewalt. Okay. Stabiler Karton, muss man sagen. So, wir haben noch Papier. Und wow. Ja, da ist er, der schöne Flex-Tilt-Head. Flex-Tilt-Head 2. So, jetzt. Was haben wir noch da drin? Hier einmal Lieferschein. Gut, der interessiert es weniger. Aber ihr seht, ihr wandert jetzt da über den Tisch. Ne? Das ist geil. Ne? Da habt ihr eine kleine Wanderung. Steht ihr nicht so still in der Gegend herum. Bewegung ist gesund. Wissen wir ja alle, nicht wahr? So. Plastik du mal weg und erhebe dich. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ist er nicht nice? Er ist vor allem groß. Extrem groß. Ich habe nicht gedacht, dass er so groß ist, aber er ist es. So, was haben wir da dann noch? Wir haben da oben ein Viertel und wir haben hier... da haben wir nochmal eine Reduzierung hier hinten für ihn, falls man direkt auf den Kamerakopf stellen will. Dann geht das damit. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Manual drin. Nicht weit interessant. So, Messer brauchen wir nicht mehr. So, was kann jetzt dieser Flex Tilt Head? Er kann relativ streng. Wieso so streng? So streng sollte der doch, glaube ich, gar nicht gehen. Na. Naja, es geht schon. Es geht schon. Naja, gut, wenn da wieder die Kamera draufsteht, bevor er dann runterfällt, ne? Ist auch wieder gut, wenn er dann ein bisschen Gegengewicht gibt. Naja. Also, stellen wir den mal auf den Boden. Dann können wir natürlich hier jetzt halt auch unsere Kamerawinkel einstellen. Und zwar können wir jetzt halt hier einen extrem nach vorne Winkel nehmen, ohne dass wir dabei nach vorne kippen, weil wir ihn eben noch nach hinten stellen können, somit den Zentpunkt, das Zentrum des Kippwinkels wieder weiter nach hinten bringen. So, habe ich jetzt da irgendwas, was wir schwer das aufstellen können? Nein, habe ich nicht. Doch, meine alte Kamera. Okay, das war die Ersatzkamera von dem letzten Video. Stellen wir sie einfach mal drauf. Wiegt zwar jetzt nicht großartig viel, aber zu Demonstrationszwecken sollte es reichen. So, unten haben wir ein kleines Rädchen, um den einfach so festzuziehen. Das ist auch cool. So. Und ihr seht schon, er steht. Also, nicht er, sondern er. Ne? Der Flex Hilt. Warum ist der Tisch so dreckig? War ich nicht. Gut. Normale Tilt Heads haben im Endeffekt nur ein Gestell. Also die haben diesen Teil hier nicht mehr. Ist ein bisschen unvorteilhaft, weil dann ist eben der Weg nicht so schön. Und was wir mit dem hier nämlich auch ganz gut machen können, ist, wenn er denn will, so extrem weit nach vorne gehen. Und ihr seht schon, das hält. Das bewegt sich nicht. Na, also, dass es so streng geht, hat schon seinen Sinn. Weil wenn da, mal die Kamera, wie viel wird die wiegen? 500, 600 Gramm. Ne, stell da mal 2-3 Kilo drauf, dann sieht es wieder anders aus. Also wie schon gesagt, das Ding bewegt sich halt nicht. Ne? Und damit kannst du halt auch wunderbar, gerade für euch da draußen, die so Produktvideos machen, also jetzt im Endeffekt hätte ich es auch machen können, ich hätte es auf ein Stativ stellen können und dann hätte ich von oben hier filmen können, wie ich das Ding auspacke. War mir zu blöde. Extra nur für diesen einen Shot, ist da alles umzubauen. Ja, genau. Und das ist das, was dieser Tilt-Head extrem gut kann.
Und wenn wir jetzt eben anschauen, so jetzt tun wir ihn hier mal reinklappen, was so die Konkurrenz hat. Die hat ja dann eben nur diesen einen Kopf, also dieses eine Gelenk, das sieht dann im Endeffekt so aus. Und das ist dann euer Flex Tilt Head. Na? Der Konkurrenz wohlgemerkt. Ne? Also jetzt nicht hier von Edelkrone, die haben das nämlich richtig geil gemacht. Mit diesen zwei. So, wenn ich jetzt dann nach vorne gehen will, ja, ne? Ihr seht schon, da komme ich nicht weit. Wenn ich weit kommen will, muss ich wieder dieses Gelenk ausfahren und bumm, fällt um. Wie ein nasser Sack. Gut, und da haben sie eben bei Edelkrone richtig gut mitgedacht. Und wenn das halt alles nicht so schwer gehen würde, aber es hat ja auch seinen Zweck, dass es so schwer geht. Wir können eben hier ebenfalls nach vorne, jetzt kippen wir, jetzt gehen wir zurück, ein bisschen, ja, okay, müssen wir anders machen, ja, okay, der Weg ist vielleicht doch ein bisschen zu extrem, so, da wollten wir aber eigentlich diesen Winkel haben, so. Wir können es auf jeden Fall relativ gut in die Waage bringen, dass wir dann eben nicht mehr kippen. So. Ihr seht schon, jetzt steht das Ding, obwohl die Kamera so dermaßen nach vorne geneigt ist. Das ist halt echt geil, ne? Muss man sagen. Und die Höhe, die ihr zugewinnt, ist halt auch enorm, ne? Ich meine, usser! Das ist schon anstrengend, Leute. Ich komme in Schwitzen mit dem Ding hier. So. Fahren wir mal komplett aus und holen uns einen Zollstock. Dann schauen wir mal. Also von Ground Level nach... Aua! Das fing mir ein. So, jetzt könnt ihr wieder einen Arsch ablachen. So, haben wir doch hier... Jo. Okay, wenn man jetzt da draufstellen, ne, also dann ist er flach. 15 cm. Ich drehe es euch mal hin. Ne, komm, hier. 15 cm. Gar nicht mal schlecht, du. Dass wir einfach so mit dem Ding nach oben kommen. Ne? Kann schon was. Also ich muss sagen, und vor allem diese Stabilität, also das ist echt hier massiv gebaut. Da ist nichts Plastik hier. Da ist alles extrem massiv. Das, also ich glaube, bis du diese Dinge mal kaputt kriegst, darfst du was arbeiten dafür, dass es kaputt geht. Naja. Ich werde mich damit ein bisschen spielen und dann mal schauen, aber nicht mit der Kamera. Die ist kacke. Habt ihr das letzte Video gesehen, ne? Ist kacke, das Ding. So. Ja, weg damit. Und jetzt werde ich euch noch mal so ein bisschen zeigen, was man eben damit machen kann. Dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Servus.